Hallo, wir sehen hier und weiter geht's mit Metal Gear Solid 5. Und ich bin wirklich am überlegen, ob wir wirklich die ganzen Extra-Missionen von Ground Zeroes machen, weil eigentlich sind die ja auch nur ein bisschen, um das Gameplay zu zeigen. Storytechnisch kommt da eigentlich nicht wirklich viel. Eventuell zeige ich diese eine Bonus-Mission, vielleicht mache ich einen Stream daraus. Aber eigentlich würde ich doch lieber gern Phantom Pain direkt hier nach starten. Aber wir werden sehen, vielleicht mache ich die sonst noch extra. Ich bin wirklich nicht sicher. Weil eigentlich ist das wirklich nur Gameplay zeigen. Und das nimmt uns einfach nur noch mehr Zeit weg, bevor wir zu Phantom Pain kommen. Was? Aber schaut mal. Ist das Pass? Ey, so hier aufgehangen werden, ist unglaublich. Was? Wenn man überlegt, wie hübsch und süß sie war in Peace Walker, ne? Und jetzt sowas. Ihre tollen langen Haare komplett weg. Aber anscheinend lebt sie noch. Lag Chico wohl doch falsch. Sie ist nicht tot. Hm. Na dann komm, Pass. Boss. Get Pass onto the helicopter. Werd's versuchen, ne? Ist auch gefesselt. Das habe ich nicht vor. Oh. Warte mal hier, Pass. Ich glaube... Sie haben gemerkt, was hier los ist. Was habt ihr Pass angetan? Ihr wisst, dass ihr sterben werdet. Ihr wisst es. Runter mit dir. Bin nur gnädig. Ist der da tot? Tatsächlich. Ne, ich hätte sie eher abgeknallt, aber weil sie nett mitgespielt haben, kann ich ihnen ihr Leben gewähren, sagen wir so. Aber ja, ich bin wirklich nicht sicher, ob wir Ground Zeroes die anderen Sachen noch machen müssen, weil eigentlich ist das wirklich nur Zeigen vom Gameplay und das ist so, hier, brauchen wir das wirklich? Ich schlag dich nicht. Jetzt sei doch mal ruhig, Pass. Ich bring dich hier raus. Oh Mann. Da ist auch nochmal einer respawnt, der aber sofort raus möchte. CP, this is Delta 4. We're standing down here. No hostile spotted. Over. This is CP. Understood. Oh, ja, 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 ja. Bleib mal hier, Pass. Es ist auch sehr interessant, wenn ihr die Soldaten Pass finden lasst, weil dann, und Mist, die Waffe wollte ich nicht. Wo ist meine Waffe? Da. Dann reden sie ein bisschen von wegen, hey, soll ich sie umbringen? Und das heißt dann von wegen, ja, soll ich? Und es dauert ziemlich lang. Aber nach einem längeren Gespräch glaube ich, wenn ihr nicht reagiert, wird das Ziel dann abgeschossen. Aber es dauert ein bisschen. Es passiert nicht instant. Ah, Mensch. Na komm, inspizier mal. Ob er da durchschauen kann noch? Don't move. Runter mit dir. Ah, nein, nein, nein. Jetzt. Immer sicherstellen, dass wenn ihr sie berührt, dass ihr das nochmal reagiert. So, jetzt geht der spaßige Teil los. Go ahead and call the chopper. Nee, noch nicht. They can try to shoot down the chopper. Noch nicht. Wir brauchen den Chopper noch nicht. Das ist ein bisschen früh. Oh! Echt? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Das passt zwar eher, um so zu fliehen, das absolut, aber das war nicht so vorgesehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Legen wir sie ab, legen wir sie ab. Oh, der Panzer schießt sie. Oh, nee, nee, komm. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Okay, es gab gerade einen dicken Fail. Werdet ihr wahrscheinlich in im Mission Ending dann noch sehen. Aber was ich vorhatte, hat nicht ganz geklappt. Ich wollte eigentlich hier raus
Aber dieser Panzer, ich hatte vergessen, dass der doch besetzt ist. Und ich glaube, an dem komme ich nicht vorbei. Deswegen gehen wir doch da lang. Ist nur ein bisschen blöd, weil ich jetzt eine etwas doofe Situation habe, waffentechnisch. Achso, das Spiel hat mir, weil ich gefailt habe, gerade neue Muni gegeben. Okay, dann macht es mir das natürlich deutlich einfacher. Warte mal, Pass. Warum sieht er den nicht? Wundert mich ja richtig. Aber ja, um nochmal zurückzukommen, ich denke, wir werden die anderen Missionen anscheinend wirklich erstmal skippen, weil es macht keinen Sinn. Ich kann sie gerne mal in einem Stream nachholen, denke ich. Da können wir gerne alle Ground Zero Sachen dann nochmal machen, obwohl ich die... Das darf man auch nicht vergessen, ich habe die Zero Ground Zeroes Mission ja eigentlich auch so oft gestreamt damals, ne? Mehr als ein- und zweimal, das gab es ja wirklich einige Streams, die wirklich nur Ground Zeroes... Ach komm, machen wir nochmal die Mission, machen wir nochmal die Mission... Und gleichzeitig habe ich halt zu Phantom Pain gar nichts gemacht, ne? Außer dann irgendwann ein bisschen online. Aber gerade deswegen, denke ich, können wir uns das doch sparen. Also ich habe für den Fall der Fälle habe ich alle XOF Sachen geholt. Das heißt, wenn ihr wirklich sagt, hey ja, mach die Mission, die Möglichkeit haben wir. Aber wie gesagt, ich fände es eigentlich besser, wenn wir das mal zwischendurch in einem Stream machen. Und dann gibt es nämlich auch keine Probleme Playlist-technisch, weil dann könnte ich wirklich die ersten paar... Folgen als Epilog für Ground Zeroes haben. Und da hinten fährt ein Panzer. Heureka. Heureka. Aber ja, dann könnte ich die ersten paar Folgen als Epilog haben. Und dann später, sobald dann Phantom Pain losgeht, haben wir da dann die Hauptparts. Ich meine, dass wir das irgendwie so dann wahrscheinlich eher machen. Ich habe zwar auch die Frage gestellt, aber ihr seht ja, ich nehme die ganze Mission am Stück auf. Und ich bin nicht zufrieden damit, wie es gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht zufrieden, also das hätte deutlich besser gehen können. Aber ich weiß auch, dass ich extrem aus der Übung bin. Und dass ich gerade am Anfang auch viele Sachen erklären musste und drüber reden musste und mein Fokus nicht so hoch ist. Aber das wird sich im Phantom Pain ändern. In Phantom Pain bin ich die Ruhe selbst. Und ich denke, da kann ich doch die ein oder andere interessante Strategie auch noch zeigen. Habe ich den Heli jetzt gerufen? Roger. Danke. Wir wollen hier raus, die Mission ist fertig. Ja, und gleichzeitig könnt ihr auch deutlich besser bei Phantom Pain interagieren, was Online-Gaming und sowas angeht, weil wir bestimmt auch gerne mal ein paar Runden online spielen können. War auch mal ein PSN Plus-Titel, ne? Also sollte eigentlich fast jeder von euch haben. Und dann schauen wir mal. Könnte auf jeden Fall spaßig werden. Hätte absolut nichts dagegen, wenn Metal Gear 5 nochmal ein großes Projekt wird. Und BAMS. Wirklich gar nichts dagegen. Denn 5 gefällt mir deutlich mehr als zum Beispiel Peace Walker. Mir persönlich halt. Aber, ja, Geschmäcker sind nun mal bekanntlich verschieden. Ah, okay, Pass, gehen wir raus. Und da wir auch rausgehen, Dreieck. Dadurch geht Snake auch gleich direkt rein. Und im Heli haben wir unendlich Money. Können also ordentlich ballern. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Der hat sich hingelegt. Hm? Warum schieße ich? Komm. Irgendwie... scheint meine R2-Taste so ein bisschen Probleme zu haben, denn die reagiert manchmal nicht so dolle. Jedenfalls kommt hier eine gewisse Szene, die ich glaube, die ich dann, ja, ihr seht schon, ich bin, sieht man das? Abschüsse, ah, mein Gott, gefangene Alarme. Ja, durch die Reflex konnte ich die halt verhindern, aber die erneuten Versuche halt wie 4 Stück, ne? Ah, die Gefangenen haben mir halt so viele Punkte gebracht, dass es trotzdem A-Rang wurde. Ja, aber ich bin wirklich nicht zufrieden mit dem Run, der war eigentlich eher schlecht. S-Rang würde ich mich normalerweise auch deutlich mehr beeilen, nicht so viel Bullshit machen. Wenigstens die ich glaube, den Eingefangenen, der einzeln gelegen hat, den müsste ich nicht mehr retten. Vielleicht noch ein paar von denen, die bei Chico sind, und dann hat man wirklich safe einen S-Rang. Wenn man auch nicht gesehen wird. Aber na gut, wie gesagt,
wieder reinfinden und so. Und es lädt echt ganz schön lang. Na komm, danke. Ja, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Machen wir direkt weiter. Spielaufzeichnung pausiert. Ja, ja, ganz toll. Die automatische Spielaufzeichnung von der PS4, die könnte ich eigentlich auch mal ausstellen. Snake. Oh, Snake. Shit. Medic. Das hat keiner vorher mal gecheckt. Ja, heb den kleinen Jungen mal da weg. Sieht doch relativ frisch aus mit dem ganzen Blut da, ne? She's rigged. Damn it, we were set up. We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Keine Zeit für eine Betäubung. What the fuck? Hold her down. Hold her down. Würde mich nicht wundern, wenn Leute daran sterben könnten. Ich werde hier aber wahrscheinlich einige Sachen schneiden, deswegen nicht wundern. Ne, beziehungsweise nicht schneiden. Aber ich versuche, ein paar Sachen zu zensieren, weil ich glaube, die sind für YouTube vielleicht nicht unbedingt angebracht, auch wenn es nur ein Spiel ist. Deswegen mal sehen, ob ich das gut zensieren kann. Es tut mir leid. Für diejenigen, die es hier nicht kennen, ich denke, das ist besser, wenn ich das mache. Dann kann ich mich auch ein bisschen mit Vegas auseinandersetzen und gucken, ob ich das auch hinbekomme. Wie ich mir das vorstelle. Und normalerweise mache ich das nicht. Ja, Körperteile abtrennen und so ist eine Geschichte. Aber sowas und so realistisch dargestellt. Also zumindest werde ich schauen, ob ich es mache. Ihr werdet sehen. Ihr werdet es ja sehen. Vor allem halt die Gedärme drin. What the fuck? Ich will gar nicht wissen, wie krass die Schmerzen dabei sein müssen. Die Öffnung des Körpers ist ja schon schlimm genug, aber wenn dann einer noch die Sachen anfasst, ich glaube nicht, dass... Boy. Unglaublich. Weg mit dem Dreck. What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Everyone's got their story straight. The guided tour will be wrapped up by the time you get home. Make me proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Könnte gar nicht besser laufen, ne? Aber was? Echt? Die Mother Base. Eiskalt angegriffen, als wir nicht da waren, ey. Ja, Vorsicht, Chico. Kipp ihn.
Damn. Hätte sie mehr Ziele im Punkt geben müssen, Snake. Oh fuck. Shit. Ah, Chaos. Das bringt nichts, ne? Die Base ist verloren. Natürlich schade um alle Leute, die noch hier sind. Die landen dann wahrscheinlich alle in Metal Gear Survive, die Armschweine. Die tun mir am meisten leid. Was ewig gedauert hat, da aufzubauen, ne? Inspection was nothing but a smoke screen. I heard explosions, then. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! Dabei mochte er sie noch so sehr im ersten Teil, ne? Get up and start talking! Oh shit. Noch eine? Ja, du hast schon Batterie fast leer und... Shit. Werde von nebenbei kurz ein Ladekabel suchen. Ein Skandal erfolgte, als Behauptungen laut wurden, die amerikanische Regierung sei einer der wichtigsten Kunden. Daraufhin erklärte ihr Verteidigungsministerium, dass weder die Vereinigten Staaten noch ihre Verbündeten auf irgendeine Art in diesem Vorfall verwickelt seien. In der Zwischenzeit gab es Berichte, dass Kontrolleure der IAEO vor Ort waren. Sowohl die UN als auch die IAEO stritten jegliche Beteiligung ab und gaben an, dass keine derartige Untersuchung stattgefunden hat. Die Anzahl der Opfer ist nicht bekannt, jedoch scheint es keine Überlebenden zu geben. Doch kurz vor und nach dem Vorfall wurden in der Gegend mehrere nicht identifizierte Militärhelikopter gesichtet. Your favorite song. Nicolas Barthes. Immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world?
Ja. Das Theme schon wieder, ja. Ich meine, es startet schon mal extrem düster, aber das ist auch das ganze Theme von Metal Gear Solid 5. Und wie gesagt, das ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Test für die Grafik-Engine. Man darf nicht vergessen, es kam ein Jahr oder anderthalb Jahre, wenn nicht sogar zwei Jahre vor Metal Gear Phantom Pain. Und Grafik ist eigentlich vielleicht noch ein bisschen aufgepusht, Gameplay vielleicht auch nur noch ein bisschen verbessert, aber im Endeffekt zeigt das Spiel hier eigentlich nur, hey, das ist das, was dich in Metal Gear Solid Phantom Pain erwartet, mit einigen Elementen aus Peace Walker. Und ich finde, auch wenn ein großes Teil der Story fehlt, ja, mindestens ein Drittel fehlt, ja, dazu kommen wir aber dann noch, aber trotzdem, das, was es ist, ist eigentlich extrem spaßig und man kann einfach auch sehr viel Zeit in Metal Gear Solid 5 Phantom Pain verbringen und es gibt sehr viel dort zu entdecken und das ist das, worauf ich dieses LP hauptsächlich bauen werde. Hier Ground Zeroes, denke ich, ist damit abgeschlossen. Wie gesagt, die Nebenmission, also für Leute, die wirklich sehen wollen, werde ich wahrscheinlich ein paar Streams machen oder ein paar Bonus-Episoden später machen, aber ich würde mich doch erst gerne auf Phantom Pain bewegen. Es juckt mir dazu einfach auch zu sehr in den Fingern, dass ich nicht sagen kann, hey, wir machen jetzt noch 4-5 Wochen Ground Zeroes. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ich nur 2 Parts pro Woche bringe oder manchmal vielleicht 3, dass es trotzdem wirklich extrem lange dauern würde, bis wir bei Phantom Pain angekommen sind. Und dann, ich will diesen Hype, den ich auch gerade selber dazu verspüre, direkt aufnehmen. Und deswegen soll es auch direkt mit Phantom Pain losgehen hier nach. Wird wahrscheinlich heute auch eine etwas längere Abschlussfolge für Ground Zeroes. Und nochmal zu meinen ganzen Fails. Ja, ich habe mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten 2 Episoden. Aber ich lasse es so, wie es ist. Ich nehme das nicht nochmal auf, sondern werde ich die Mission in Phantom Pain einfach deutlich besser gestalten. Könnt ihr euch drauf verlassen? Ja. Kojima weiß auf jeden Fall, dass er passende Musik auswählen kann, ne? Es sind oft so eine Songs, an die man nie gedacht hat und die einfach die Welt irgendwie nicht mehr kennt oder an der Welt vorbeigegangen ist und die dann hier zu hören. Sehr interessant. Aber Theme ändert sich noch. Ich glaube, wir könnten die Credits auch skippen, weil ich meine, wir kriegen trotzdem die... Ja, gut, wir kriegen die Cutscene danach trotzdem. Okay, dann weiter. Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may. Will you really kill Zero for me? Not for you. All right. Zero is... Und noch mehr Geschichtliches, ne?
Vor allem kriegen wir auch Sachen in der Zukunft, ne? Ist Guantanamo eigentlich heute geschlossen? Ich glaube nicht. Oh ja, Phantom Pain. Zum Glück ist das schon draußen. Kriegen wir aber noch einen kleinen Vorgeschmack-Trailer oder nicht? Don't you die on me, damn it! He's dropping. Intubate now. Clear. Response. Hit him again. Clear. In a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Why are we still here? Just to suffer. The body I've lost. The comrades I've lost. Stop hurting. Aber mehr Infos dazu. Ja, sehr nice. Wir haben auch alle Nebenmissionen. Ganz toll. Diese. Alex OF, diese, die Déjà-vu-Mission und die Raiden, ja, Sunsetsu. Die war, glaube ich, vorher nur auf der Xbox One. Die PS4-Leute hatten die Déjà-vu-Mission, die meiner Meinung nach auch deutlich interessanter ist. Die von Raiden, also man spielt Raiden, aber die macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber gut, ich belasse es hierbei. Und weiter geht's dann sehr bald mit Phantom Pain. Dann können wir das richtige Metal Gear Solid 5 noch genießen, zumindest soweit, wie Konami das halt gepublished hat. Alles klar, ich hoffe, Ground Zeroes hat euch trotzdem von der Story gefallen, ihr wisst, worum es geht, ihr wisst, warum Snake nun 9 Jahre im Koma lag oder liegt. Alles klar, dann bis dahin.